Rock'n'Roll. Die Kassierer. Ja, die einen sagen, ihr brecht jedes Tabu, ihr seid eine Skandalband. Seht ihr das genauso? Nein, wir sind seriöse Künstler und ich glaube, das war eine Fotomontage. Also bin ich von überzeugt. Was passiert denn da auf der Bühne? Seid ihr nackt? Redet ihr über Dinge, also über die andere Bands nicht singen? Das Problem, dass unsere erste Plattenfirma pleite gemacht hat und in der zweiten, die wollten dann schon einen Vertrag mit uns, aber da stand drauf in dem Vertrag, dass wir uns auf der Bühne aufziehen müssen. Also zieht euch aus. Wir wollen das aber nicht. Das ist wir werden dazu gezwungen. Okay. Hat die Plattenfirma so veranlasst und wir sind über Jahre in diesen Vertrag gefangen. Gut, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Das ist so auch in Ordnung. Es fördert den Verkauf, ja. Gefallen euch denn eure Körper nicht oder warum? Nein, mit meinem Körper kann ich leben. Ja. Wer hat den schönsten Körper von euch nackt? Wolfgang, ganz eindeutig. Ja, wollen wir den sehen? Ich stelle anheim, du kannst dich gerne selbst ausziehen. Ich selbst, nein. Oh, jetzt klein beigeben. Das ist doch auch eine Bühne hier. Wir können ja ein bisschen Show machen. Aber fehlen die Musik, die bunte Beleuchtung. Ach, guck mal, das kriegen wir hin hier. Also wenn ihr wollt, und das vor allem die Gagenhöhe, ne? Also ich könnte mich jetzt ausziehen und ein kleines Lied bringen. Habe ich das schon mal hinter mir, die Nummer? Dann kann ich auch so ein bisschen mich zurücklehnen. Wir haben uns geeinigt, er zieht sich aus. Du willst dich ausziehen? Ja. Das macht er wirklich. Ihr glaubt es nicht, aber er macht es. Das machst du nicht. Er will auch unsere musikalische Tabulosigkeit musikalisch und ausgezogen unter Beweis stellen. Ich halte auch die Gitarre. Der zieht sich jetzt aus. Ja. Volker will seinen alten, faltigen Sack zeigen. Nein! Ich will das nicht sehen! Auch er zieht sich ja wieder an. Warum das? Nein! Nein! Das war nicht so gemein! Das war ein Scherz! Volker, ich wusste, dass du eine herrliche, verschissene, alte Drecksau bist. Volker, ich bewundere deine Maßunterhosen. Ja, ist sexy. Also ich kann noch mal das Publikum befragen. Hier sind zwei Damen, die sich sehr gefreut haben. Und ekelhaft. Mal aufstehen. Ekelhaft. Hatte ich nicht angemacht. Nee, nicht wirklich. Aber ist doch ein Musiker, ein Rockstar. Perfekt. Stehe ich voll drauf. Ja? Macht voll Party, ehrlich. Okay, und du? Erste Frage, was hat Musik damit zu tun? Überhaupt gar nichts. Das Einzige, wenn man wirklich was zu zeigen hat, dann kann man sich eventuell ausziehen. Wir wollen grundsätzlich keine Fragen aus dem Publikum beantworten. Wir haben den Grundsatz, dass wir, uns ist das Publikum so scheißegal. Okay. Wir beantworten gar keine Fragen aus dem Publikum. Ja, der Käfig lauert. Mutti, ich will dich da mal fragen. Aber Mutti darf was sagen. Das ist unsere Mutti, ja? Ja, Mutti. Da auf dem Thron. Mutti. Also ich bin wenn du so Söhne was hättest. Du, die hätte ich schon alle rausgeschmissen. Das hat ja nichts mit Kunst zu tun! Hör mal, ihr versaut uns unsere Jugend! Die versauen uns unsere Jugend! Nein, das stimmt nicht. Vielleicht bin ich prüde, aber das ist für mich assig. Sorry. Aber Mutti, die haben einen riesen Fanclub. Es ist nichts verboten. Von dem Material ist nichts indiziert, was mich persönlich wundert. Nein, wir haben drei Platten gehabt, die vor der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften verhandelt wurden. Und wir haben alle Verfahren sozusagen gewonnen. Es ist alles jugendfrei. Es ist Kunst oder Musik, aber es ist auf keinen Fall verboten. Es ist Satire. Satire. Im weitesten Sinne Kunst. Und gut, dann es ist muss ja man auch die so, dass verklagen, wir die euch freigesprochen haben. Was mich aber jetzt mal interessieren würde, habt ihr noch anständige Jobs sozusagen im richtigen Leben, außer Rockstar sein? Also ich arbeite überhaupt nicht. Also ich lebe damit, Rockstar zu sein. Ich, okay. Moment! Das sind doch erstmal die ersten Gäste. Es wird noch viel schlimmer, ja? Jetzt schon weg? Nein, 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 nein. Lasst die Hose jetzt bitte an, ja? Ihr dürft noch nicht in den Käfig, das machen wir gleich. Vorher, wir haben hier so eine ledierte Promi-Couch, da drauf bitte. Und Wölfi, du darfst bleiben, ja? Oh ja, danke. Ja? Wir haben nämlich noch ein paar Frauen, die musst du kennenlernen, okay? Ah, ja. Rüber, Hose anbelassen, ja? Dankeschön an die drei hier, Tabulosen. Es wird noch heftiger. Aber Mutti, passt bitte auf, dass die Hose anbleibt, ja? Da kannst du wohl drauf. Geh mal bitte hin, Mutti. Mutti, geh mal hin und passe auf. Ich soll da bitte. Jetzt hingehen? Ja, geh da am besten hin. Nicht ich hab so das sonst auch. Ich hab die im Blick. Ja? Tu mir das bitte nicht an. Wirklich nicht? So ein netter Herr, der hat doch eine schöne Pudelfrisur. Jetzt geh doch mal hin. Einen netten Mini-Pli. Und tolle Unterhosen hat er. Ja. Also so richtig Designer.
Machst du bitte die Hose zu? Wir sind hier 15 Uhr. Aber Muttis Hose finde ich auch nicht schlecht. Bitte auch, mein dass du hier in die Versuchung kommst. So, ihr flirtet jetzt noch ein bisschen. Ja. Stimmt. Und wir machen weiter mit der nächsten Dame, Wölfi. Freu dich auf Carmen Riviera, eine Frau, die kein Tabu kennt, arbeitet bei Beate Use TV und da geht's richtig zur Sache. Hallo Carmen. Das ist Wölfi. Was hältst du von Wölfi? Ist das dein Typ Mann? Ich habe ihn ja noch gar nicht kennengelernt. Nein, aber ich glaube, du hast Volker näher kennengelernt gerade. Ne? Das hast du ja gesehen. Oh ja, und ich habe mir gerade überlegt, ob ich, wenn ich jetzt mich hier aufs Sofa setze, ob ich dann vielleicht schwanger werden könnte. Ja, das könnte passieren. Du hast da einen Fleck. Ach so. Was machst du denn Tabuloses? Du hast es eigentlich gerade schon erwähnt, ich bin bei Beate Use TV, ich werde von den tolerantesten Paaren Deutschlands eingeladen, ins Wohnzimmer und Schlafzimmer reinzuschauen. Und ich mache mit denen ein intimes Interview über ihr Sexleben. Ja. Und schaue auch beim Sex zu. Na, du guckst dazu. Ja, ich bin halt so verantwortlich. Die poppen miteinander und du bist dabei. Ja? Genau. Also da muss ich das doch nicht schocken, was der Volker da gezeigt hat, oder? Das siehst du täglich. Das sehe ich. Ist deine Arbeit. Richtig, ja. Und, bist du da erschrocken oder hast du Spaß dabei? Ach, ich habe da eigentlich Spaß dran. Ich finde das lustig. Ja? Machst du da mit dann auch? Greifst du ein? Nein. Also ich bin mehr so der Voyeur, der im Hintergrund das alles sich anguckt. Und natürlich. Aber du bist ja auch nackend. Nö, ich bin so wie jetzt gekleidet, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, wie ich mich fühle. Ja. Und so versuche ich halt auch, die Paare so ein bisschen rauszulocken aus ihrer Steifheit. Ne, sie sollen ja steif bleiben. Ja, die mentale Steifheit. Die sind ja am Anfang ziemlich. Du feuerst sie an sozusagen, ne? Ich gebe so ein bisschen Tipps oder so ein bisschen Anregungen und was ich vielleicht.